Hallo Leute, willkommen zur weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal wieder etwas älteres, und zwar haben wir heute das hier. Rescue of Princess Blobette. Oder Blobette, keine Ahnung. Und das handelt sich um den Nachfolger von der Schafspelle, von diesem Spiel hier unten, A Boy and His Blob. Und das haben wir uns schon mal angeschaut, das ist das hier. Für den NES, und wie gesagt, das hier, das soll wohl der Nachfolger sein. Das Spiel kam 1991 in Europa raus und ich muss gestehen, ich habe es noch nie gespielt. Hab's mal, glaube ich, irgendwo günstig gekriegt oder so. Das war so ein Überraschungspaket drin oder irgendwie sowas. Nicht runterfallen, bitte. Wie gesagt, ich weiß nicht viel darüber. Bloß, dass es der Nachfolger von diesem Spiel ist und ihr könnt das Video gerne ansehen. Ich konnte mich irgendwie nicht so richtig anfreunden damit, aber der Grundgedanke, der war total genial. Ich meine, der hat seinen Blob dabei und dem kommt er diese Bonbons verfüttern und dann konnte er sich in alles verwandeln und ich war total überfordert, aber das Spielprinzip, das war genial. Aber wie das Ganze jetzt hier auf dem Gameboy umgesetzt wird oder wurde, da bin ich gespannt und sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Also würde ich sagen, viel Spaß mit Rescue of Princess Blobette. Okay. A Boy and His Blob in The Rescue of Princess Blobette. Und was ist das für eine Musik? Ich weiß ja ungefähr, was mich erwartet durch das Spielen des NES-Teils. Deswegen habe ich mich ein kleines bisschen vorbereitet. Man kann ja seinem Blob verschiedene Bonbons geben zum Essen. Und je nach Geschmacksrichtung verwandelt sich der in einen anderen Gegenstand zum Beispiel, ja. Aber woher soll man wissen, welches Bonbon welchen Gegenstand herauf beschwört? Vielleicht steht das Ganze in der Bedienungsanleitung, die ich nicht habe. Aber vielleicht muss man das auch selbst herausfinden, denn, jetzt kommt's, wenn ihr nicht mehr genug Bonbons habt, um die richtige Verwandlung hervorzurufen, könnt ihr wieder von vorne beginnen, weil das Spiel hat keine Checkpoints, das Spiel hat keine Passwörter, gar nichts. Ja, deswegen habe ich mich ein bisschen vorbereitet und ja, hier zum Beispiel sehen wir, da ist ein Pfeil nach oben, das bedeutet, wir brauchen ein Trampolin. Jetzt habe ich da unten die Bonbons. Kokosnuss zum Beispiel. Nee, will ich nicht. Apfel will ich auch nicht. Vanille will ich auch nicht. Tangerine. Will ich das? Bin ich nicht ganz sicher. Ich gebe das mal. Wenn das eine Mandarine ist, dann will ich die. Ja, Trampolin, genau. Jetzt kann ich damit, indem ich nach oben drücke, weiter hochgehen und das sind weitere Bonbons. Ja, da habe ich nachgeschaut, was ich machen muss. Jetzt kriege ich neue. So, jetzt. Moment, jetzt kann ich, glaube ich, pfeifen. Ja, jetzt ist er wieder normal. Jetzt komme ich aber da nicht durch. Jetzt brauche ich einen Schlüssel. Und für einen Schlüssel müsste ich ihm ein Bonbon geben mit einem Limettengeschmack. Das nehme ich an. Ja, woher soll man das wissen? Das ist ein Schlüssel und ich komme da durch. Na also, perfekt. Aber jetzt, wo lang? Geh mal da. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Dann gehe ich halt nach rechts. Oh, ich habe was Neues gefunden. Warum blinke ich jetzt so doof? Jetzt geht's wieder. Was ist jetzt? Okay, ich habe immer Angst, wenn ich runterfalle, dass ich sterbe. Ja, ich mag das System. Wo ist eigentlich mein Blob? Warum blinke ich jetzt so doof? Ich mag irgendwie das System, dass man den Blob in sehr viel Zeugs verwandeln kann. Was nun? Moment. Wenn ich den jetzt... Punsch! Ist es Punsch? Sowas gebe? Gib mir sowas. Dann sollte er zu einem Loch werden, oder? Ja. Aber, hier komme ich nicht weiter. Ja, woher soll man das wissen? Komm mal her, du Blob. Ich gebe dir nochmal ein Mandarinenteil. Was war die Mandarine nochmal? Das da. Der steht da drüben. Ja, man kann die Bonbons auch irgendwo wegschmeißen, einfach nur so. Warum wird er jetzt nicht zu einem Bonbon? Jetzt zu einem Bonbon, nicht zu einem Trampolin. So, jetzt.
bringt mir das jetzt was? Ja, ich komme auf jeden Fall da oben weiter. Das ist schon mal etwas. Kann der Blob jetzt zu mir kommen? Nee, kann er nicht. Das bedeutet, ich muss ihm was anderes geben. Und zwar, Honig. Ein Honigbonbon, glaube ich. Ich werfe ihn das einfach runter. Ich hoffe, es klappt. Denn wenn er das isst, sollte er eigentlich zu einem Vogel werden. Und mir hinterherkommen. Ja, zum Kolibri, der kommt mir hinter. Her. Das bringt mir aber irgendwie gar nichts, kann das sein? Was soll ich denn hier machen? Einfach nur so zur Komplettierung. Wir können ein Loch machen. Wir können Eis scheinbar machen. Eine Brücke, eine Leiter, eine Kokosnuss, eine Blase, einen Affenschlüssel, aber ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Irgendwie ein Sechskantschlüssel oder so. Ein Wagenheber, ein normaler Schlüssel, ein Regenschirm oder ein Trampolin. Eine Rakete, diesen Vogel hier oder... ja, wenn ich ihm Ketchup-Teil gebe, dann ja. Kommt er, glaube ich, einfach nur zu mir zurück. Gib mir nochmal das Trampolin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll, ehrlich gesagt. Echt keine Ahnung. Rechts war ja keine Möglichkeit. Gehe ich jetzt hier wieder nach oben? So. Hier hoch. Aber das ist ja auch nix. Was soll ich denn machen? Was? Ich verstehe es nicht. Ich werfe noch mal so ein Honigteil runter. Vielleicht kann ich jetzt hier das Loch einsetzen oder so. Ist noch nichts passiert, oder? Jetzt ist er wieder normal. Jetzt kann ich ihm wieder ein Bonbon runterwerfen. Dass er sogar fängt, ja, dann kommt er wieder zu mir. So. Mach jetzt mal hier ein Loch. Ein Loch ist das da, ne? So. Da falle ich... runter in eine Kerze und sterbe. Was? Oh mein Gott, was soll denn die Scheiße? Meinst du, brauche wieder einen Schlüssel? Moment, ich muss nachschauen, das war die Limette. Das da. Ja, und wenn ich jetzt das tausendmal probiere, irgendwann habe ich keine Limettenbonbons mehr. Und kann nicht mehr... Oh, es war schon offen. Kacke. Komm mal her. Der kommt nicht her. Oh mein Gott. Ketchup. Wenn ich das jetzt hier hinwerfe, kommt er dann zu mir? Ja, kommt er. Oh mein Gott. Hier, Loch. Kommst du bitte näher hin? Hier hin, so. Ich konnte ja da runterfallen, aber nicht in die... Was? Jetzt klappt das wieder nicht! Was soll denn... Was? Jetzt sterbe ich... Ey! Du dummes Spiel! Moment, was könnte ich denn noch machen? Kokosnuss, Leiter... Was willst du von mir, Spiel? Ich geh jetzt hier hin. Hier war das Loch ja nicht gut, oder? Oder wo war das Loch nicht gut? Hier draußen war das Loch nicht gut. Na shit, jetzt hab ich wieder verklickt. Hier, das da. Jetzt wirst du zu einem Loch wieder. Jetzt bin ich da. Kann ich jetzt weiter nach unten gehen, ohne zu sterben? Ja, ja! Was? Was sind das für Räume? Was ist das hier alles? Mein Blob ist da oben und der kommt nicht hinterher. Ja, fantastisch. Was soll ich hier machen? Ich sterb gleich, oder? Warum blinke ich so sehr? Ich hätte gerne meinen Blob wieder. Ich brauche Ketchup, um ihn zu mir zu rufen. Das da. Jetzt ist halt die Frage, muss ich nach oben oder nach unten? Ich versuche jetzt mal Licorice. Ich glaube, das ist, müsste Süßholz sein, oder? Dann wird er zu einer Leiter, theoretisch. Wird er.
Dann sterbe ich, weil ich da in die Fackel rein kletter. Was ist das für ein Kack? Jetzt mal im Ernst, was ist das für ein Bullshit hier? Kommst du? So. Ja, toll, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich hier unten vielleicht mit dem Loch arbeiten? Was war das Loch nochmal? Das, was ich nicht verstehe. Das da, Punsch. Komme ich jetzt hier runter irgendwie? Nee, ich... Es klappt nicht. Brauche ich jetzt wieder ein Trampolin, um da wieder hochzukommen. Seht, ich meine, ich mag die Grundidee wirklich von diesem Spiel. Dass man hier so viele verschiedene Dinge machen kann. Mit dem Blob, ja, aber... Ich habe einfach keinen Plan, was ich wirklich machen kann und soll. Ich meine, ich habe hier eine Liste jetzt, was ich wirklich machen kann. Oder, beziehungsweise, zu was ich meinen Blob machen kann. Hat es nicht mal geklappt? Das Ketchup, der muss jetzt da auf... Was? Nein, jetzt weil ich hier... Wo ist mein verkackter Blob da? Hä? Warum kommt er nicht? Was, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Loch mache? Da kommt er. Hier. Wisst ihr, ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hier zum Beispiel wieder durchfallen kann und soll. Hier auf jeden Fall nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Da oben gab es ja eigentlich auch nichts. Moment, ich versuche jetzt hier mal eine Leiter. Komm mal her. Eine Leiter war... Oh, jetzt bin ich wieder eins zu weit. Warum stehen da die Geschmacksrichtungen und... Ja. Komm hierher. Warum stehen da die Geschmacksrichtungen nicht das, was aus dem Blob wird dann? Ich versuche jetzt mal die Leiter. Wie gesagt, ich habe euch vorhin... Ja, die Leiter geht ja ultra weit nach oben, ne? Da bringt mir gar nichts. Machen wir nochmal das Trampolin. Das war... das da. Ich meine, es ist wirklich so ein Try-and-Error-Prinzip, ne? Aber... Woher soll ich wissen, was ich hier machen muss? Ich geh jetzt mal hier hoch. Dann werfe ich mal ein... Honigteil runter. Dass er zu mir nach oben kommt. Ich hoffe, er fängt das. Oh, erst jetzt kann ich ihm das zuwerfen. Oh mein Gott. Ich muss ihn zuerst wieder in seine Blobform bringen. Komm hoch. So, jetzt ist er bei mir. So. Na. Oh mein Gott. Ich kann hier wirklich nur so stehen. Dann gebe ich ihm jetzt halt nochmal... die Mandarine. Na, jetzt bin ich wieder eins zu weit. Bin ich wieder eins zu weit? Nee, das war das Süßholz. Das war's. Friss die Sch... Er frisst sie nicht mal! Oh Gott! Ich kann mich nicht mal so hinstellen, dass er das frisst. Jetzt aber. Ich wiederhole mich. Ich finde die Grundidee wirklich genial. Das sind Münzen. Gott, wie weit hoch komme ich denn da? Ja, man kann jetzt nicht wirklich viel vom Gameplay sehen. Es tut mir leid. Was soll ich mit den Münzen? Ich will jetzt mal nach rechts gehen. Kann ich nach rechts gehen? Da ist ein... War das die Prinzessin? Jetzt bin ich wieder... Was soll denn das? Jetzt bin ich wieder tot. Was soll denn die Kacke bitte? Was kann ich denn da... Moment, ich suche jetzt mal was anderes. Komm mal runter hier. Ich sterbe, wenn ich hier runterfalle. Ich versuche ihm mal, so ein Vanilleteil zu geben, denn dann wird er zu einem Schirm. Hier. Vielleicht kann ich dann da runtergleiten. Wer weiß das schon. So. Nee, ich falle, oder? Ich kann mich auch nicht bewegen. Oh, ich... Doch, ich überlebe das. Okay, warum kam ich jetzt da nicht weiter?
Weil ich da... Ach so, ja, weil ich da... Ne? Was ist das da unten? Wie kann ich ihn jetzt loswerden? So. Nein, was mache ich da? Loslassen. Was ist das für ein Symbol da unten? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Ich möchte, dass du da zum... Dass du da in der Mitte zum Loch wirst. Ich versuche es einfach mal hier. Für ein Loch. Moment, ich muss gucken, was ich ihm da geben muss. Das da. Vielleicht bedeutet das was da in der Mitte. Nee, das bringt nichts. Toll. Toll. Klasse. Werd halt hier zum Loch. Oh, wirf ihm doch das Zeugs bitte in den Mund und nicht irgendwo hin. Seht ihr, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich komme da auch nicht weiter runter. Was könnten wir denn noch machen? Ich guck gerade. Ich habe euch vorgelesen, was ich alles aus meinem Blob machen kann. Wenn ich jetzt hier eine Leiter mache, theoretisch. Kommt der ganz nach oben? Nein. Nein. Das bringt mir halt nichts. Wirklich nichts. Wird er immer gleich groß? Oder was? Oder kann ich jetzt vielleicht hier nach oben? Es gibt so viele Möglichkeiten, was ich mit dem Blob machen kann. Hier vielleicht irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann ein Loch machen. Eis scheinbar, eine Leiter, Brücke, Kokosnuss, eine Blase, mit der ich scheinbar ins Wasser gehen kann. Einen komischen Werkzeugschlüssel, einen Wagenheber, einen normalen Türschlüssel, einen Regenschirm, ein Trampolin, eine Rakete, so ein Vogel. Und ja, ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Echt keine Ahnung. Ja, das geht halt nicht ganz nach oben. Kann ich hier vielleicht ein Loch draus machen? Wer weiß das schon? Hier. Ansonsten, was soll ich hier unten? Nee, das bringt mir nichts. Was soll ich denn machen hier? Kann ich irgendwie die Laken runterreißen? Keine Ahnung. Ich mach mal eine Rakete aus ihm, okay? Hier. Root Beer. Weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt. Was? Oh, ich kann Pause machen. Nee, da irgendwie macht die Rakete gar nichts. Hä? Was soll ich denn machen? Ich versteh's echt nicht. Ich sag's jetzt noch einmal, ich mag den Grundgedanken für so ein Rätselspiel, ja. Aber woher soll ich jetzt wissen, was ich machen muss? Woher? Ich bin jetzt hier mal nach unten gegangen mit dem Schirm, ohne zu sterben. Das ist doch mal was. Aber was jetzt? Muss ich nach oben? Muss ich nach unten? Muss ich... Ne? Ich sehe mir gerade die Items an, was ich noch werden kann. Aber das bringt mir doch alles nichts. Das bringt mir doch wirklich alles nichts. Hier... Nee, komme ich nicht weiter hoch. Ja, fantastisch. Ja, aber... Was soll ich... Ich verstehe dieses verdammte Spiel nicht. Jetzt ist er ein bisschen zu weit rechts, ne? Ja. Ja, jetzt ist er zu weit rechts. Ich will da wieder hochgehen. Nein! Komm jetzt her. Oh mein Gott, hör jetzt auf... Ich verstehe es wirklich, wirklich... Oh, jetzt sterbe ich gleich, wenn ich in die Flammen... Ja. Was? Ja, jetzt bin ich Game Over. Ich meine nicht, dass ich was erreicht hätte oder so, aber... Ne? Oh mein Gott, ist es dumm! Oh mein Gott, ist es dumm! Jetzt habe ich die richtigen Bonbons nicht, um durch die Tür zu kommen. Also muss ich zuerst... mit dem Trampolin nach oben kommen.
welche diese Bonbons sind. Und das weiß ich auch nur, weil ich mir ein Video angesehen habe. Um zu verstehen, was muss ich hier eigentlich machen? Nein, ich sterbe gleich. Wisst ihr, was will das Spiel von mir? Jetzt mal im Ernst. Was will dieses verkackte Spiel von mir? Na, bis hierhin ist klar. So, jetzt will ich eine Limette, eine Bonbon geben, weil ich diese ja bekommen habe, um diese Tür zu öffnen. So, bekomme ich den Schlüssel und gehe da durch. Dann nach unten will ich ja scheinbar nichts. Jetzt habe ich noch mehr. Irgendwo hier waren doch diese Münzen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was bringen. So. Werde normal. Was habe ich denn hier schon alles probiert? Ich meine, die ganzen Schlüssel bringen mir nichts. Eine Brücke bringt mir nichts. Ernsthaft, ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Oh, vielleicht muss ich eine Brücke bauen oder so hier oben. Brücke ist auch was ich machen kann. Aber hier stehe ich wieder. Ja. Oh, jetzt ist er wieder normal. Jetzt gebe ich ihm so ein Ketchup-Teil. Dann müsste... Ah, nee, das klappt ja nicht. Das klappt ja nicht. Ich muss, oh mein Gott, ich muss ihm ein Honigteil geben. Damit er hier zu mir hochfliegt. Nee, das... Nein, jetzt falle ich wieder nach unten! Du Haufen Scheiße! Was soll ich denn machen? Die Leiter bringt auch nichts, die geht nicht so weit hoch. Ich habe echt gleich keinen Bock mehr. Ich verstehe echt nicht, was das Spiel von mir will. So, bring mich jetzt nochmal nach oben. Hat doch schon mal geklappt. Hat doch schon mal geklappt. So, jetzt gehe ich darüber. Jetzt soll ich normal werden. Dann gebe ich ihm Honigteil, damit er hier hochkommt. Dann versuche ich mal die Brücke. Ansonsten regt mich das Spiel wirklich nur noch auf. Wirklich nur noch. So. Schluss jetzt. Dann muss ich ihm geben, wenn eine Brücke eine Erdbeere. Ist das hier, ne? Brücke. Ja, aber ich dachte schon, dass er da drüben eine Brücke machen. Was soll denn der Scheiß? Ich... Was? Nee, echt? Ich verstehe es nicht. Mach hier nochmal ein Loch. Hab ich, glaube ich, schon mal gemacht, aber ist mir jetzt egal. Hier. Das Loch hier, das bringt nichts. Er wird nicht mal zu einem Loch. Doch, wird er. Oh, oh, oh. Ja, aber... Was? Jetzt bin ich da weitergekommen, aber ich bin gestorben, weil ich... Ich kann nicht gleichzeitig aus meinem Block ein Loch machen und einen Schirm. Was soll denn der Scheiß? Nee, ich... Ich sag's doch ein allerletztes Mal. Ich finde die Idee genial, aber... Entweder bin ich dumm, oder das Spiel. Oder beides kann auch sein. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will, ja? Und auf Try and Error habe ich echt keinen Bock. Ich bin froh, dass ich weiß, welches Bonbon was macht. Aber ohne dieses Wissen... Nee, ich... Nee. Leck mich, Spiel. Kein Bock mehr. Leute, das war's mit... wie heißt das Spiel? The Rescue of Princess Blobette. Mit A Boy and His Blob. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Toll, mit einer Kokosnuss wird er zu einer Kokosnuss, die ich scheinbar runterwerfen kann. Mein Gott, ist das cool!